Jetzt gehen wir mal hier rein. Was gibt's hier? Wahrscheinlich die nächste Chose. Aha. Was ist hier? Einfach so, oder wie? Hat nichts zu bedeuten. Okay. Hier sollen wir auf jeden Fall als Yoshi durch. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich mache hier den Yoshi erstmal Platz. Wisst ihr, was ich glaube? Dass er mit dem Yoshi einen auf Spider-Man machen muss, da hinten in der Ecke. Weil du schade, dass man nichts sieht. Wie sieht denn das aus? Klappt denn das überhaupt? Naja, das klappt nicht. Na gut. Dann nicht. Hätte ja klappen können. Die beiden Panzer leben auch wieder, aber die sollten jetzt kein so großes Problem darstellen. Düstere Mucke, hör mal. Was geht hier ab? Ach, da oben steht auch noch ein Panzer. Wow. Aber immerhin gibt es einen Mond. Yoshi unter Beschuss, auf jeden Fall. Und gibt es sogar noch einen zweiten Mond wieder. Gut gelöst. Kann man gut daran. Jetzt habe ich den da unten vergessen. Wir holen uns erstmal hier oben. Da müssen wir hier runter. Ja, da müssen wir nicht mehr hoch. Oh. Okay. So. Einer fehlt noch. Der war da oben auf der Seite. Den hatte ich da gesehen gehabt. Jetzt hier gerade gar nichts. Nur dass ich unter Beschuss bin. Ein Apfel fehlt noch. Da. Gutes Versteck.
erreicht man nur wie? Von hier wahrscheinlich, ne? So, anlegen und jetzt. Hä? Sehr gut. Frischte mal unter Beschuss. Yoshi kann ja doch gar nicht. Oder nee, anders. Yoshi kann ja doch höher springen als angenommen. Er kann halt den hier und dann nochmal einen Flatterflug und dann ranlecken und dann nochmal springen. Nicht verkehrt. So, haben wir das auch. Sehr gut. Was kann man denn hier noch machen? Da war ja vorhin auch noch mal was. Da war doch noch. Ne? Ihr versteht mich, da war doch noch. Da war doch noch hier einer. Schauen wir uns mal hier um. Die Musik macht mir wieder Angst. Was passiert? Schaffen. Wie soll man das schaffen? Das ist doch wieder ganz große Sache. Okay. Also sie ziehen hier auf jeden Fall an mit ihren Schwierigkeitsgrad. Finde ich okay, so habe ich mal eine richtig krasse Herausforderung. Könnte so richtig abkotzen. Aber halt im guten Sinne abkotzen, weil es halt einfach mega schwer ist. So, okay. Gut. Nicht geschafft. Mehr Rätsel, wie man da durchkommen soll. Ich hab eine Idee. Nee, ich hab keine Idee. Gesagt, man kann auch den Panzer bestimmt den P-Switch stellen, aber können wir nicht, weil wir haben keine Cappy. Komm mal her. Und er bewegt sich auch nicht, der schießt einfach nur blöd rum. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Leute, wisst ihr, ich lasse es. Ich gehe mal wieder zurück. Ich probiere das offscreen aus, es dauert mir zu lange jetzt hier in der Aufnahme. Aber wir werden auf jeden Fall wiederkehren. Gut, dann haben wir ja in diesem Part so einiges an schwere Sachen geschafft. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt, wie ich ausraste. Was ich reinschneide, weiß ich noch nicht, ja. Ach, hier ist auch noch mal ein Bild. Weil ich benutze nicht immer so wunderschöne Worte, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Je nachdem, welches Material. Ich kann ja mal gucken, was ich reinschneide. Ne? Ich mach das schon. Gut, haben wir... Ach was. Na gut, hier gehen wir auch noch mal schnell gucken. Das war jetzt echt gut versteckt. Oh.
Ach, wir haben ja gar keine Cappy, stimmt ja. Ich muss immer wieder daran gewöhnen, dass wir keine Cappy haben. Wir brauchen auch noch einen Weg. Rückweg. Ich habe da unten schon gesehen, was uns erwartet. Ein großer Kugelwilli. Sollte aber machbar sein. Sollten wir schaffen. Das sollten wir schaffen. Sollten wir nicht schaffen. Ey, was war denn jetzt gerade los, ey? Müssen wir erstmal die Kamera drehen, um dass ich was sehe. Und dann. Na gut. Letzter Versuch. Da wird auf jeden Fall was. Ich hab das im Gespür. Hier schaffe ich's. So, Kamera drehen. Kamera drehen. Lass mich die Kamera drehen. Ja, danke. Alter. Wie eklig war das denn jetzt gerade? Von diesem Kugelwilli, ey. Haut er mir einfach den Boden unter die Füße runter. Ist wahrscheinlich besser, wenn ich erstmal wieder so einen Rundgang mache. Einmal drum rumlaufe und mich wieder hier ausrichte. Genau so. Das war ein Fehler. Das war kein Fehler. Warum rollt der? Warum rollt der? Unten ist gar nicht so schlecht. Unten kriegt man hin. Vielleicht springe ich ja einfach nach unten. Den Weg von unten. Also die Missionen werden immer geisteskranker. Verstehe ich jetzt auch nicht, warum er sich da jetzt den Kopf gestoßen hat. Ist für mich jetzt unvorstellbar. Manchmal passieren irgendwie so Dinge, da kann man gar nichts für, finde ich irgendwie, ne? Da spinnt Mario auf einmal rum. Einfach mal schauen. Siehst du schon wieder, warum kommt er da nicht hoch? Unser schönes Geld geht hier echt flöten. Ja, das ist doch nicht so schwer. Oder jetzt mal ehrlich. So schwer ist es doch eigentlich gar nicht. Die ganze Zeit macht er Weitsprung und auf einmal rollt er. Ja, warum? Weitsprung, Weitsprung. Jetzt macht er auf einmal einen Weitsprung zu weit? Hä? Also es sind immer so Sachen, da frage ich mich, was hat das Spiel geraucht? Na gut, dann machen wir es einfach mal auf den idiotensicheren Weg. So, lasst mich bloß mal. Warum hältst du dich denn da nicht fest, Mann? Ist das ständig, hält er sich überall fest, ja? Und wenn er es mal soll, dann macht das nicht. Er ist aber auch ein Lappen, der Typ, ey. Ist so. Langsam macht der mich das auch. So, der Hinweg ist nie ein Problem. Der Rückweg verstehe ich nicht. Warum macht mir der Rückweg so ein Problem? Einfach entspannt. Einfach entspannt sterben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr genauso Pech hattet. Oder ob ihr es easy durchgespielt habt. Ich jedenfalls, wie ihr seht, hab meine Probleme, aber das ist. Knockt mich hier gerade echt aus, echt. Kann hier machen, was ich will, und da passiert nichts. Ich krieg's nicht hin.
So, jetzt aber. Was macht er mir kaputt? Ach man, Mario, ey, langsam wird's echt ätzend. Wird langsam wirklich ätzend. Nach der Aufnahme mache ich Schluss, habe ich heute echt keine Lust mehr. Ja, ständig sterben ist halt so demotivierend. Das merkt man dann auch an meiner Stimmung, weil ich hier langsam sauer bin. Also, Konzentration. Schlüssel einkassiert. So, wie rennen wir denn am besten zurück? Ich würde gerne da unten lang, aber ich weiß nicht, wie ich da auf den ersten Block landen soll. Und dann sehe ich nichts, weil die Steuerung wieder so kacke ist. Die Kamera meine ich, Kamerasicht. Weiß nicht, wie ich darauf landen soll. Hab ja auch die Zeit nicht, mich da erstmal entspannt auszurichten. Seht ihr, wie viel Zeit ich habe? Gar keine. Also ich muss irgendwie im Lauf zurück. Ja, da muss ich mich irgendwie schon so ausrichten, dass ich da im Sprung einfach voll cool so runterspringe. Keine Ahnung wie. Ich sehe nichts, aber auch gut. Warum rollt er? Warum rollt er denn? Aber ich musste gerade nur runterlaufen. Und dann war ich auf dem Block. Aber sowas verstehe ich nicht. Warum rollt er dann auf einmal? Ich drücke ja noch nicht mal rollen. Ja, also verstehe ich das nicht. So, er macht mir das kaputt. Dann warum macht er eine Rückwärtshaltung? Mach mein schönes Geld, ey. Muss ich alles wieder einsammeln für mein Outfit mit dem Skelett. Mein Herz blutet. Ich schneide euch jetzt mal den Rest rein, ja. Ich weiß nicht, wie lange ich hier noch brauchen werde. Das ist dann halt ein bisschen ärgerlich für euch, dass ihr halt immer dasselbe sehen müsst und das dann wahrscheinlich eine halbe Stunde lang. Ich glaube, da habt ihr keinen Spaß bei. So, jetzt haben wir. Ich habe keinen Bock mehr. So, die Aufnahme ist vorbei. Das ist doch schon wieder so frustrierend. Nee, brauchst du nicht reinzugehen. Tschüss. So, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens euren Spaß. Ich hatte meinen ja eigentlich auch, aber er wäre spaßiger gewesen, wenn ich was geschafft hätte. Gut, denn ja, danke fürs Zusehen. Schaut doch beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt Fail mit Gobi. Neue Produkte sind in Shops erhältlich. Na, wenigstens das. Na denn. Tschüss.